Servus Leute, zurück zu Let's Play Bernd das Brot und die Unmöglichen. Wir müssen gerade seine Freunde Chili das Schaf und Briegel den Busch retten und Bernd fällt nichts ein, was er lieber täte zu diesem Moment, nicht wahr? Wenn ich jetzt philosophisch wäre, würde... Ja. So, wir haben hier im Flugzeug... Oh, ein Holzstock. Hallo? Das hat... Hallo? Das hast du... Wir haben ja... Noch gar nicht... Ein Stylish. Was? Hä? Wo ist das, ein stylischer Hut? Absperrhütchen mit Perücke. Na gut. Egal. Wir reisen jetzt mal weiter. Gehen wir mal nach Langolien. Willkommen zur Neueröffnung des einzigartigen Lama-Shops. Direkt nach der Schließung des Jagdshops. Durch die Lama-Verwaltung, die unsere Freunde sind. Kaufen Sie Plüsch-Lamas. Der freut sich. Strohhaufen geht wieder. Die berühmte Nadel im Heuhaufen. Was? Moment, ist das nicht ein Strohball? Eine Nadel? Ein Kampflama. Langolien wurde auch übernommen. Tag, darf ich Sie fragen, was Sie eigentlich in Ihrem Rucksack haben? Spucke? Hätte ich nicht gedacht. Tja, surprise, surprise. Ein Ballon, hübsch. Erinnert mich an lustige Brotgeburtstage. Was rede ich? Ein Ballon, hübsch. Erinnert mich an Lust... Was rede ich? Ja, was redet er? Ja, vielleicht kann der uns was sagen, der Jackfritz. Hallo, ich brauche Ihre Hilfe. Ich kann jetzt nicht sprechen. Nicht solange das Lama mich bewacht. Willkommen zur Neueröffnung des einzigartigen Lama-Shops. Direkt nach der Schließung des Jagdshops. Durch die Lama-Verwaltung, die unsere Freunde sind. Kaufen Sie Plüsch-Lamas. Ballon mit losem Faden. Vielleicht würde sich das Schaf über einen Ballon freuen. Nein. Sicher würde sich das Schaf über einen Ballon freuen. Oder ich? Ja. Die neue Lama-Regierung hat den Jagdshop geschlossen. Der ist ja angekettet, sehe ich gerade. Die Kiste, gut. Also, wir müssen das Lama loswerden. Wie werden wir das los? Verehrtes Lama, ich versichere Ihnen meine volle Loyalität. Wo es recht hat, hat es recht. Mit dem Holzstock. Hallo? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Ach, wieso nicht? Na dann wollen wir mal kicksen. Tut auch nicht weh. Wird nur laut. Das nennt man wohl akustischen Widerstand. Sehr schön. Und hier ist ein Schlüssel gedroppt. Dieser Schlüssel ist bestimmt der Schlüssel zu etwas. Ach was, Bernd. Ach was. Captain Genius. So. Nochmal. Hallo. Hallo. Ich suche für meine Band noch Unterstützung. Oh toll, da wäre ich gern dabei. Allerdings brauchen wir noch eine Sängerin. Oh, da wäre ich so gerne dabei. Als? Sängerin? So gerne. Prima. Nur leider bin ich angekettet. Ich habe hier einen Schlüssel. Ich werde singen, singen wie ein Kanarienvogel, singen wie ein junger Gott, wie eine Nachtigall. Ob es ein Fehler war, ihn zu befreien? Man weiß es nicht. Na gut. Gehen wir zum nächsten Ort. Meine Enten. Sie haben mir meine Enten genommen. Alpha, Beta, Gamma, Donald, Duck und Dick, Druck, Tuck und Hannelore. Hannelore. Jetzt bin ich ganz allein. Ohne Freunde. Schnief. Hätte nicht gedacht, dass Eisenbeißer Willi mehrsprachig ist. Ja, was man nicht alles lernt hier. Du da. Nun gibt's niemanden mehr, der mich mag. Ein Topf roter Farbe.
Eine Haarbürste. Wie gut, dass ich mir damit niemals die Haare kämmen werde. Schaumstoff. Nehmen wir auch. Ohne Kommentar. Okay. Dann halt kein Kommentar. Die Tür haben die Lamas ganz schön verriegelt. Was haben wir denn alles? Freund. Oh, warte. Ich will dein Freund sein. Raufasertapete. Es ist nicht schlimm, allein zu sein. Man kann dann seine Raufasertapete anstarren und das ist... Ich schweife ab. Ich mag dich. Aber wir kennen uns doch kaum. Ja, aber man kann immer neue Freunde gewinnen. Willst du in meiner Band mitspielen? Wenn man mich da mag, gerne. Hier, den brauche ich jetzt nicht mehr. Danke? Naja, mein Inventar ist ohnehin schon wie ein Schrottplatz. Ein Farbeimer. Vielleicht kann man den irgendwie nutzen. So, was habe ich hier nochmal bekommen? Bürste und Schaumstoffteil. Hallo? Hallo? Ich versuche jetzt... Jetzt sieht sie so aus wie auf dem Plakat. Da haben wir doch schon Hallo? Was. Das hast... Hallo? Einfach alles mit allem kombinieren, was man da jetzt so findet. Oder probieren zumindest. So, Schaumstoff. Oh, was habe ich jetzt? Schaumstoffperücke. Das funktioniert. Das hat... Hallo? Na gut. Das hast... Hallo? Hallo? Okay, mehr geht nicht. Schauen wir mal, gibt's hier noch was? Kampflamas höchstens. Pfütze. Eine Pfütze? Ja. Eine Pfütze? Immer noch. Nee, ich erkenne hier nichts mehr. Okay, dann gehen wir jetzt nach... Stadtpark zurück? Ja, warum nicht? Irgendwie ungemütlich hier. Aber ich brauche Wachtmeister Budimcic für meine Band. Ja, ich kann es wieder nehmen. Ich glaube, ich habe genug davon. Oh, schade. Noch eine Colaflasche? Geht auch nicht mehr. Gibt's hier irgendwas Neues? Dum, dum, dum. Na gut, dann gehen wir mal zu dem. Um Gottes Willen. Na, muss das sein? Herr Budimcic. Wachtmeister, so viel Zeit. Muss sein. Herr Wachtmeister Budimcic, kommen Sie bitte raus. Ich brauche Ihre Hilfe. Oh nein, ich fühle mich hier sehr wohl. Keine Lamas, keine Befehle. Ein schöner Abend. Der hört wohl nicht auf mich. Was? Nirezim Regrüb. Nirezim Regrüb, Mietirpschi, Sorda Fos, Sismoch, Schischmenobe, Slosavcha. Nie. Ach, das war alles verkehrt rum. Herr Budimcic, die Sonne geht auf, die Grillen zirpen und es gibt Apfelkuchen. Wollen Sie nicht rauskommen? Nein, danke. Ich bin Atheist. Was hat es damit zu tun? Herr Budimcic, hier spricht die Bürgermeisterin. Kommen Sie sofort raus. Dies ist ein Befehl. Ha, ich erkenne Ihre Stimme, Herr Brot. Sie sind nicht die Bürgermeisterin. Die hat eine viel höhere Stimme. Eine höhere Stimme? Warte mal, der Ballon? Dann wollen wir mal den alten Kindergeburtstagstrick anwenden. Jawohl. Ich freue mich schon. Nein, eigentlich nicht. Herr Budimcic, hier ist die Bürgermeisterin. Kommen Sie sofort raus. Dies ist ein Befehl. Liebe Frau Bürgermeisterin, welche Ehre für mich. Sie müssen sofort nach Polowien reisen, Herr Budimcic. Sofort.
Auf Wiedersehen. Ich komme. Ich muss nur noch die Hose hoch. Oh. Okay. Wo ist sie hin? Wer? Na, die Bürgermeisterin. Oh, Kaffee trinken mit der neuen Lama-Regierung. Schade. Herr Budimcic, haben Sie nicht was zu tun? Oh ja, Polovin, sofort. Befehl, ich eile. Jawohl. Was ist das für eine blaue Flüssigkeit? Obrigkeitshöriger Laufbursche. Hoffentlich spielt er wenigstens gut Gitarre. Die blaue Brühe aus der Toilette ist ausgelaufen. Merk's. Kann ich sie mischen? Das hast du nicht ge... Stylischer Mobhut? Hallo? Schaumstoffperücke? Ah! Lieber Spieler, das willst du nicht wirklich. Doch, keine Chance. Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen dürfen. Darf ich nicht? Na gut, dann tunke ich mal. So, gibt es hier noch was? Was ist mit dir? Willst du auch mitspielen? Ich will jetzt keine Vorführung des Pantomimen. Oh. Oh. Die mobile städtische Sanitäranlage bewegt sich. Stimmt doch gar nicht mehr. Das ist doch schon erledigt. Bank. Nee, ich glaube, unsere Band ist vollzählig. Polovien. Oh Mann. Mit diesen Jungs und Mädels könnte man einiges tun, was ich gar nicht wissen will. Aber kann man auch eine Band aus ihnen machen? Ich möchte jetzt singen. Singen wie ein Caruso. Lady Gaga? Rock'n'Roll, Jungs. Ich will Geld und Groupies. Gut, dass wir das weggepiept haben. Aber nur, wenn die Groupies auch mit der neuen Lama-Regierungserklärung vereinbar sind. Yo, Mann. Nein, ich glaube, kann man nicht. Aber versuchen muss ich's wohl. Okay, du kriegst die Perücke. Vielleicht sollte ich ihm erst was Passendes an... Okay, Poncho? Ich bevorzuge für meine Rolle als Sängerin doch eher ein eng anliegendes blaues Kostüm. Na gut, machen wir einen anderen. Du, Poncho? Eisenbeißerwille, hier ist... Oh, ist das schön flauschig. So liebe ich es. Ah. Gut. Und die Kette brauchst du. Hui, die Kette ist aber schwer. Jeder muss hier Opfer bringen, Eisenbeißer Willi. Na gut. Dann du sollst den Poncho anziehen? Würden Sie diesen Poncho anziehen, Herr Budimcic? Und ich füge gleich hinzu. Es ist der ausdrückliche Wunsch der Bürgermeisterin. Aber selbstverständlich. Und natürlich den Mobhut. Ihr Hut, Herr Wachtmeister Budimcic. Ah, danke. Für die Bürgermeisterin. Tun Sie alles, ich weiß. Und will es gar nicht wissen. So, du kriegst auch einen Poncho? Hier, echte Bassistinnenklamotten. Cool. Dafür kriegst du mein Ersatzkostüm. Diese Airline stellt Ersatzkostüme? Nein, ich hab's gefunden, als wir zum ersten und einzigen Mal den Frachtraum geöffnet haben. Okay. Rock'n'Roll! Ja, dann kriegt der andere dieses Ersatzkostüm, würde ich mal sagen. Das Kleid. Hier, Jockfritz. Die Stewardess leiht Ihnen Ihr Ersatzkostüm. Oh, wie wundervoll! Damit werde ich singen können wie... Ja, ja, schon gut. Und noch eine stinkende Perücke. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich... Das funktioniert. Ein Holzstock. Warte mal, wer könnte einen Holzstock gebrauchen? Das hast du nicht gerade.
Leere Dose. Verflucht, wie verkleide ich mich wie ein Lama? Hallo? Eine Kette? Nein, haben wir nicht. Das funktioniert so. Auch nicht. Stock? Das hast du nicht gerade. Das Maskottchen der Band. Tja. Ups. Das Maskottchen der Band. Wartet. Da war doch in Langolien ein Shop mit Plüschlamas. Tadam. Hallo? Oh. Aber das war schon mal richtig. Der Typ hatte nämlich Plüschlamas verkauft. So, und jetzt? Also gut. Setze ich mir halt dieses alberne Ding auf den Kopf. Das funktioniert. Das hast du nicht gerade. Hallo? Wer braucht denn noch was? Jagdfritz, darf ich dir den Bart rot anmalen? Gerne. Es würde meine Persönlichkeit unterstreichen. Pinsel. So, Jagdfritz. Das sieht doch ganz hübsch aus. Das funktioniert. Das hast du. Hallo? Jagdfritz. Gerne. Pinsel. So. Haben wir das schon. Das funktioniert so. Bernd also nicht. Das hast du nicht gerade. Oh doch, warum nicht? Vielleicht sind wir fertig? Hallo, wir sind die Incredible Llamas. Ey. Willst du mich auf den Arm nehmen? Die mit dem übergroßen Damenbart sieht doch nicht so aus wie auf dem Plakat. Wie auf dem Plakat. Na, dann wollen wir die Ähnlichkeit mal herbeitricksen. Ach, es ist einfach zu schön. Na also, wenn das alles war. Hallo, wir sind die... Yeah, sieht gut aus. Die Incredible Llamas. Ich fass es nicht. Ihr habt es tatsächlich noch rechtzeitig geschafft. Los, rein mit euch. Alle warten schon. Abgefahren. Die Incredible Llamas. Endlich mal live. Mist. Ich muss ja hier draußen Wache schieben und kann sie nicht sehen. Und deshalb müssen wir alle Gegner unseres total demokratischen und wohlmeinenden Lama-Regimes, der großen, von uns anzubetenden Gottheit des liebevollen Lamas, opfern. Yeah, bravo, lang lebe das liebevolle Lama, lang lebe der weise und liebevolle Lama Fritz. Aber jetzt erstmal ein bisschen gute Laune-Musik zur Einstimmung. Sollte sie ablenken. Scharf, Busch, ich komme. Bernie, da bist du ja endlich. Ich wollte uns schon mit einem genialen Stunt à la She Majors befreien. Aber ohne dich klappt das halt nie. Wurde aber auch Zeit. Wo warst du denn die ganze Zeit? Hallo, Busch. Schön, dich zu sehen. Wenn du uns jetzt befreien könntest, Bernie. Ja, was weiß man schon in dieser Welt? Ich weiß, dass ich nichts weiß, hat mal ein kluger Mann gesagt. Sokrates? Ja, ich glaube auch, dass so ein Krater voller Lava nicht einfach zu überwinden ist. Bitte? Aber du könntest die Lava durch eine thermodynamische Reaktion unter Zuhilfenahme von kaltem Material, das eventuell einen flüssigen Aggregatzustand hat, machen. Wie war doch mal der Anfang des Satzes? Moment, die Musik ist... Ach, Mist. Zu laut. Oh, sie bleibt zu laut. Meine schlecht kaschierte Geheimklappe. Mist, die Musik kann ich nicht leiser machen.
unnützes, arkanes Wissen. Danke, dass ihr dieses Hörbuch gekauft, geliehen oder zufällig in einer künstlichen Vulkanhöhle gefunden habt. Na, dann wollen wir mal. Sehr interessant. Sehr bizarr. Die stecke ich mal. Ich weiß nicht, ob ich das kann, die spucken und hab offensichtlich gute Ohren. Ja, offensichtlich. Yeah, bravo, lang lebe das liebevolle Lama, lang lebe der Weiß und liebevolle Lama-Fest. Na gut. Hallo? Das klingt fast wie eine Voodoo. Oh. Da schwitzt man fürchterlich drunter. Okay. Hallo? Das funktioniert. Okay. Warum nicht? Es ist nie schade, dass du noch... Ja, das mit dem Wolkenbruch. Heidnische Ritualtänze zum Nachtanzen. Regentanz. Man nehme etwas Blut, rote Farbe tut es auch. Eine Rassel? Eine Obsidianplatte. Obsidianplatte? Eine Voodoo-Maske, eine Rassel. Zuerst malt man großzügig die gebräuchlichen Voodoo-Zeichen für Regenmachen und Blut, alternativ, und danach nicht das kann mir dünken. Wartet, wo kriege ich eine Obsidianplatte? Oh, da ist eine Obsidianplatte. Rote Fahrt. Warum sollte ich hier die in Polonien gebräuchlichen Voodoo-Zeichen für Regenmachen draufmalen? Rassel, Bernd? Das hast du nicht gerade wirklich. Dann schauen wir mal. Um Gottes Willen. Es funktioniert. Sonst lenken wir noch die Aufmerksamkeit auf uns. Bandy! Hallo, Bernd! Bandy! Ja, ja, ich hab euch auch... egal. Aber jetzt müssen wir noch diesen irren Lama-Fritz aufhalten. Vielleicht sollte ich eine versöhnliche Rede halten. Warum bin ich gerade in dieser Emotion hart? Das wissen wir auch nicht. Oh, lieber Spiel. Hättest du nicht noch etwas warten können? Eine schlecht kaschierte Gang. Ja, okay. Pontius Holzstock. Später vielleicht. Später vielleicht. Na gut. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein bisschen ruhiger. Schade. Glyphe. Mechanismus. Abgeschlossen. Warte mal, sehe ich da diesen Wellenteil? Oder auch nicht? Also es sieht aus wie das, aber es sieht man ganz schlecht. Ich hab's geahnt. Oh! Abgeschlossen. Und jetzt vielleicht? Und wo sind meine Freunde? Es funktioniert! Was ist da jetzt drin? Wow. Höret. Ruhe. Mist, es ist zu laut.
und tut dir den Ohr. Eine Lamasche. Das ist zu laut und tut dir den Ohr. Ja, das weiß ich schon. Band-Einstellung. Schwupp. Höret. Ruhe. Psst, der Meister spricht. Viel habe ich, das liebevolle Lama, vernommen von dem, was passiert ist. Und es macht mich, Es macht mich... Spaß? Spaßig? Ich sicher nicht. Nochmal. Höre. Oh. Viel. Okay. Ärger? Wütend. Denn ich will für mein Volk keine Welt ohne, Liebe? Kenn ich das auch noch. Nochmal. Höret. Oh, muss ich von vorne anfangen? Wütend, denn ich will für mein Volk keine Welt ohne, Spaß? Freude, weil überall Kampflamas rumstehen. Nein, ich habe einen anderen, Traum. Traum, dass wir unsere Gegensätze überwinden. Dass wir die unterschiedlichen Eigenschaften und Traditionen des anderen, Bewundern. Bewundern. Denn nur, wenn wir unseren, Was will er sagen? Ärger überwinden oder unseren Traum leben? Ärger oder Traum? Mach mal Ärger weiter. Streit? Ah, gut. Begraben und uns die, Bewunderung? Hände reichen, werden wir in dieser Welt, Spaß haben? Spaß haben, auch wenn meine Arme zu kurz sind. Wir können doch als, Freunde? Freunde mehr erreichen als allein. Naja, das kommt immer auf die Freunde an. Die Lamas und Yaks müssen, Freunde werden. Sich vertragen, damit wir zu einer Welt werden, die, sich liebt? Liebenswert ist und ruhig. Achso. Wenn ihr das nicht macht, gibt's, Ärger. Ärger. Los, geht's. Wir hatten ja keine Ahnung. Das Lama hat recht. Peace, Love. Yak-Joghurt. Das Lama hat gesprochen. Wir waren auf dem falschen Weg. Wir müssen den Yaks die Hände reichen. Bernie, du hast es geschafft. Ich weiß nicht mal wie. Guter Plan, sie mit Worten zum Frieden zu bewegen. Schade. Ich hätte für Plan B sonst einen kleinen Zerstrahler aus den hier herumliegenden Teilen prügeln können. Naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Busch, hör auf. Auf eine gute Zusammenarbeit. Yak-Lama-Produkte für alle. Und so trat das Yak-Lama-Joint-Venture den Siegeszug über den Globus an. Mittlerweile sind sie die weltweit führende Marke in Kleidung, Nahrung und Hygieneartikeln. Und Yak-Lama kann noch so viel mehr. Chili scharf, dass die jetzt Freunde sind. Dank uns, den Unmöglichen. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Welt ist um ein paar Feinde ärmer und dafür um einen Großkonzern reicher. Respekt, sag ich mal. Die Produkte sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Prost. Genau. Na, Bernie? Schmeckt deine Yak-Lama-Joghurt-Mehlsuppe? Ja, nach Huf und Haaren. Ja, meine Yak-Lama-Cola auch. Meine auch, mit einer leicht öligen Torfnote. Blöd. Naja, das ist der Preis, den man für den Weltfrieden zahlen muss. Genau. Außerdem ist es langweilig, hier rumzusitzen. Denkt ihr, was ich denke? Dass Yak-Lama-Wollmischgewebe doppelt so viel kratzt und nach alter Salami riecht? Nein, dass in einer Yak-Lama-Welt die Unmöglichen immer noch gebraucht werden. Die Unmöglichen ziehen wieder los. Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Mist.
Mist. Bernd das Brot und die Unmöglichen. Ja, das war's dann wohl mit diesem Let's Play. Es war ein kurzes, relativ kurzes Adventure. Nur ein paar Parts davon gab's. Trotzdem, es war ganz angenehm. Preis-Leistungs-Verhältnis auf Amazon ist auf jeden Fall noch nicht gegeben. Für 30 Euro ist es ein bisschen zu kurz. Aber es ist schön gemacht. Es bringt den alten Charme von Bernd dem Brot ganz gut rüber. Und wer sich das Spiel kauft, für den steht auch kostenlose Downloads zur Verfügung. Zumindest ist es angekündigt, dass man mal bei der Webseite vorbeischauen soll, wegen kostenlosen neuen Adventures der Unmöglichen vielleicht. Vielleicht sehen wir uns dann wieder bei einem nächsten Adventure der Unmöglichen und natürlich Bernd dem Brot. Was soll ich noch dazu sagen? Mir hat's gefallen, das Projekt? Vielleicht suche ich mir wieder mal. Ich halte auf jeden Fall die Augen offen nach einem weiteren lustigen Adventure. Ich habe gerne vor, mehr lustige Sachen zu machen. Und wenn es halt so ein Adventure ist, warum nicht? Mal schauen. Ja. Aber sonst gibt es wohl hier nichts mehr. Hier sehen wir das Menü von dem Spiel. Haben sie auch ein bisschen nice gemacht. Aber ja gut. Da haben wir nochmal das Outro. Gut. Bisschen mit dem Soundmastering blöd, weil ich sagen musste, die Musik konnte man nicht einstellen. Atmosphäre, gut. Gesamt, gut. Dialoge, gut. Aber Band kam, glaube ich, erst am Ende hinzu. Dass man die Musik irgendwie runterdrehen konnte. Aber egal. Hat trotzdem geklappt, hoffe ich. Na gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Liken bitte nicht vergessen und ciao bis zum nächsten Projekt.